Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Donnerstag, der 24. Oktober. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Die Ministerpräsidenten der Länder beraten über die Flüchtlingspolitik. Der Anschlag in der Türkei macht die Hoffnung auf eine Entspannung des Konflikts mit der PKK zunichte. Und Papst Franziskus veröffentlicht eine Enzyklika über die Kraft der Liebe. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Mit einem staatlichen Fonds will Wirtschaftsminister Habeck die Investitionsbereitschaft der Unternehmen ankurbeln. Finanzminister Lindner versteht den Vorschlag als Forderung nach einer so wörtlich fundamental anderen Wirtschaftspolitik für Deutschland. Alexander Zverev hat beim Tennisturnier in Wien doppelt Grund zur Freude. Mit seinem Sieg im Achtelfinale stellt er einen Saisonrekord auf. Der Elektroautohersteller Tesla hat im vergangenen Quartal mehr verdient als von der Wall Street erwartet. Die Aktie sprang zeitweise um mehr als 9% hoch. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer wollen heute in Leipzig über schärfere Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration beraten. Diskutiert werden soll unter anderem über Zurückweisungen an der Grenze, eine stärkere Sicherung der EU-Außengrenzen und Asylverfahren in Ländern außerhalb der Europäischen Union. Vor der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen kam aus der CDU der Ruf nach einer Änderung des Grundrechts auf Asyl, um die Zahl der Antragsteller zu senken. Dafür gibt es in der SPD wenig Unterstützung. Einig sind sich die Länderchefs aus beiden Parteien in der Forderung nach mehr Geld vom Bund, um Flüchtlinge zu versorgen. Ein weiteres Thema der zweitägigen Konferenz ist die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit verbunden die künftige Finanzierung von ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Die dafür zuständige Kommission empfiehlt eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent auf monatlich 18,94 Euro. Dagegen gibt es Widerstand aus Bayern und Sachsen-Anhalt. Was hat die PKK mit dem Anschlag in der Türkei zu tun? Die türkische Regierung bringt die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, mit dem Anschlag auf eine Rüstungsfabrik in Verbindung. Die innenpolitische Entspannung, die kurz zuvor möglich schien, rückt wieder in weite Ferne. Die Ermittlungen nach dem Anschlag auf das Werk eines staatlichen Luft- und Raumfahrtkonzerns fallen in eine brisante Phase der türkischen Innenpolitik. Kurz zuvor schien sich eine unerwartete Wendung des festgefahrenen Konflikts um die PKK anzubahnen. Von einer Entspannung ist jetzt aber keine Rede mehr. Die Regierung bringt die verbotene Kurdenpartei mit dem Gewaltakt in Verbindung. Der Anschlag, bei dem 5 Menschen ums Leben kamen, ereignete sich gestern am Rand von Ankara. Präsident Erdogan sprach von einem so wörtlich abscheulichen Terroranschlag. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Noch am Abend sagte der türkische Innenminister aber, die Art und Weise des Anschlags spreche für eine sehr wahrscheinliche Verbindung zur PKK. Die PKK kämpft seit 1984 gegen den türkischen Staat und wird von Ankara und seinen westlichen Verbündeten als Terrororganisation eingestuft. Erst am Dienstag hatte ein politischer Partner Erdogans die Möglichkeit ins Gespräch gebracht, dass der seit 25 Jahren inhaftierte PKK-Führer freikommen könnte, wenn er die Selbstauflösung und Selbstentwaffnung der PKK verkünde. Erdogan hatte daraufhin von einer historischen Gelegenheit gesprochen. Finanzminister Lindner stellt heute die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung für die kommenden Jahre vor. Zu erwarten ist, dass der Anstieg weniger üppig ausfällt als zuletzt üblich. Denn die Konjunktur lahmt und die Regierung hat steuerliche Entlastungen versprochen. Die Gemengelage ist verzwickt. Zwar führen steigende Preise zu höheren Einnahmen des Staates aus der Umsatzsteuer, höhere Löhne treiben die Einnahmen aus der Einkommensteuer nach oben. Wenn Unternehmen wegen der Krise aber weniger produzieren und verkaufen, senkt dies die Steuereinnahmen. Bund, Länder und Gemeinden haben im vergangenen Jahr rund 916 Milliarden Euro Steuern eingenommen. In den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres stiegen die Einnahmen um 2,9% an. Das war deutlich weniger, als der Arbeitskreis der Steuerschätzer im Frühling vorhergesagt hat. Wo das Geld für den milliardenschweren neuen Investitionsfonds herkommen soll, den Wirtschaftsminister Habeck gestern verheißen hat, ist unter diesen Vorzeichen sehr fraglich. Der Ruf nach allgemeinen Steuersenkungen ist laut und vernehmlich, aber allgemeine Steuersenkungen sind keine Garantie, dass wirklich investiert wird. Es ist sehr mitnahmeorientiert.
effektanfällig. Deswegen schlage ich vor, ein neues Instrument einzuführen, auch für Deutschland ein neues Instrument, nämlich eine Investitionsprämie. 10% von allen Investitionen kann man entweder von der Steuer wieder abgezogen bekommen oder wenn man keine Steuern zahlt, wenn man ein kleineres Unternehmen ist, wenn man ein junges Unternehmen ist, wenn man ein Start-up-Unternehmen ist, dann kriegt man es quasi negativ wieder ausgezahlt. Also man kriegt das Geld dann als negative Steuer erstattet. Papst Franziskus veröffentlicht die 4. Enzyklika seiner Amtszeit. Es geht darin um Gottes Liebe zu den Menschen und die Nächstenliebe. Seit gut 11 Jahren ist Papst Franziskus das geistliche Oberhaupt der rund 1,4 Milliarden römisch-katholischen Christen auf der Welt. 3 Lehrschreiben, im Fachjargon der Kirche Enzykliken genannt, hat er in seiner Amtszeit bisher veröffentlicht. Heute soll Nummer 4 folgen. Der lateinische Titel, Dilexit Nos, heißt übersetzt, er hat uns geliebt. Worum es in dem Schreiben gehen wird, lässt spätestens der Untertitel erahnen. Enzyklika über die menschliche und göttliche Liebe des Herzens Jesu. In seinen früheren Lehrschreiben hat sich Franziskus unter anderem mit der Umwelt- und Klimakrise beschäftigt, sowie zur Solidarität unter den Völkern und Religionen angesichts der Corona-Pandemie aufgerufen. Die Enzyklika wird kurz vor dem Ende der Weltsynode der katholischen Kirche im Vatikan erwartet. Dem von vielen Laien geäußerten Wunsch, dieses Treffen zu einer Debatte über die Weihe von Frauen zu Diakoninnen oder Priesterinnen zu nutzen, hat Franziskus nicht entsprochen. Die Frage sei dafür noch nicht ausgereift, ließ er am Rand der Synode wissen. Zum ersten Mal hat der spanische Regisseur Pedro Almodóvar einen Spielfilm auf Englisch gedreht. Bei den Festspielen in Venedig gab es dafür den Goldenen Löwen. Ingrid, was denkst du, sollte ich Abschied nehmen von meinen engsten Freunden? Ich denke, du solltest tun, was du tun möchtest. Ich werde nicht in würdeloser Qual sterben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, dass du Ja sagst. Ja, wozu? Ich werde bei offener Tür schlafen. Und der Tag, an dem sie geschlossen ist, ist der Tag, an dem es schon passiert ist. Für seinen neuen Film mit dem Titel The Room Next Door, der heute in den deutschen Kinos anläuft, hat Almodóvar eine literarische Vorlage. Der Film des spanischen Regisseurs basiert auf dem Roman Was fehlt dir? Über die Freundschaft zweier Frauen. Die beiden Hauptrollen sind mit Stars besetzt. Tilda Swinton spielt in The Room Next Door eine todkranke frühere Kriegskorrespondentin, die ihrem Leben ein Ende setzen will. Julianne Moore ist die langjährige Freundin, um deren Beistand die Todkranke in dieser Not bittet. Und dann haben wir noch diese Meldung für Sie. Der wohl längste Rechtsstreit der Sportgeschichte kommt an sein Ende. Es geht um die Frage, ob Claudia Pechstein Anspruch auf Schmerzensgeld und Schadenersatz vom Eislauf-Weltverband hat. Die 5-malige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Pechstein aus Berlin will vom Eislauf-Weltverband rund 8 Millionen Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz, weil dieser sie nach ihrer Meinung zu Unrecht für 2 Jahre wegen Dopings gesperrt hat. Heute wird der Fall vom Oberlandesgericht in München verhandelt. Diesen Artikel und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen.